Wir haben mal wieder Gunst gewonnen. Ja, wir haben ein paar Nahrungsvorräte verteilt. Wir haben ja auch genug davon. Jetzt wäre mal der Plan, was machen wir jetzt weiter? Jetzt müssen wir irgendjemand hier, also unsere ausgesetzten Aufgaben, wenn eine Land- oder Seeverbindung zwischen Hauptstädte bei einem Handelsposten unterbrochen ist. Ja. So. Unsere Handelsverbindungen werden immer enger, kleiner. Wangsu, ja, ist so eine Sache. Kollege, der möchte nicht. Ich bin nicht in der Stimmung. Ja, der möchte eigentlich nichts mit uns zu tun haben. Wir liefern ihm aber noch Nahrung, weil der Kaiser dachte, das wäre eine super Idee. Und dann haben wir ja noch ihn oder sie jetzt inzwischen. Und ihn hier unten vor allem. Der ist mir ein Dorn im Auge. Ich glaube, da steht der Kaiser auch noch auf seiner Seite, oder? Hier mal schauen beim Kaiser. Ja, doch, ganz schön sogar. Wir können seine Gunst ein bisschen verringern und unsere erhöhen. Oder auch verringern, wie man es sehen möchte. Kongrong und Shixi, Anzu. Also der hat ziemlich viele Unterstützer, würde ich sagen. Ja, der einzige ist Dongli. Ah, da sieht es ziemlich schwach aus. Okay. Das können wir tun. Dann können wir noch ein bisschen hier vielleicht mal schauen, dass wir hier wieder ein bisschen hochkommen. Haben wir da irgendwas ausgesetzt oder warum ist das auf einmal so cool? Nö, läuft einfach, wa? Das ist ja genau unser Ding. Unsere Armeen stehen hier Ich bereit. tue, was getan werden muss. Für was auch immer, denn wir haben keinen Krieg oder sonst was. Dem können wir noch Eure verhandeln. Anwesenheit zeugt von eurer Arroganz. Ja. Müssen irgendwas. Könnten eben den Krieg erklären. Also, ich würde sagen, wir verlegen jetzt unsere Armeen darunter. Ja, irgendwas. Irgendwie muss ich ja weiterkommen hier. Genau. Halt schließen. Ne, immer noch im Diplomatiefenster. Jetzt ist die Frage, was wir hier zuerst möchten. Ich würde ja gerne hier zuerst wahrscheinlich rein. Das ist ja gar nicht seins. Hier rein. Dann müssen wir wohl hier hingehen. Also, wir verlegen jetzt eine Truppe nach Chengdu. Wieder verlegen wir erst einmal hierhin. Unser Weg ist geebnet. Vermeidet Und Unfrieden. unsere neuen Truppen. Muss ich nochmal in die Diplomatie gehen? Nein, mit dem bin ich echt gut. Er ist hier echt mein einziges. Unser einziges rote Tuch in der Gegend. Okay. Dann nehmen wir sie. Wir schauen mal, wie sieht es. Ja gut, das sieht gar nicht so gut aus. Wir nehmen sie jetzt trotzdem mal mit. Als Backup. Als Backup. Und schicken sie erstmal hier hin. Gut, schauen wir mal weiter, was passiert. Also Ein Shuhan, kleines ja, Anliegen. das ist noch schon Thema. Aber der ist so weit weg. Lehnen wir natürlich Eure ab. Entscheidung. Ich glaube, ich werde auch aus der Koalition wieder rausgehen. Das Dongli tut mir nicht gut. Und so wirklich nutzen tut es mir sowieso nicht. Gut, bisher machen wir noch Plus. Das ist noch in Ordnung. So. Ja, hier gibt es wieder Krieg und Frieden. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hofadlige. Irgendwas Besonderes? Nein. Ja, machen wir halt hier Laufgeschwindigkeit. Gehen wir mal hier hin, nach Shen. Da könnte man noch ein bisschen öffentliche Ordnung und Baukostenverringerungen machen. Können wir sonst irgendwas ausbauen?
Was ist da los? Oh ja, da brennt die Bude. Wenn wir da Steuerbefreiung. Wenn wir da Steuerbefreiung machen. Wo ist denn das? Hier. Marschieren! Lassen wir die mal da drin, oder? Was passiert dann? Meine Ankunft. Für die Wiedervereinigung. Aufträge können wir gerade nicht machen hier. Ja, da müssen wir erstmal ein bisschen Ordnung wieder reinbringen hier. Ist ja schlimm. Naja, dann verbessern wir das halt erstmal. Den Rest lassen wir dann laufen. Und dann schauen wir natürlich noch in die Reformen. Privatlehrer, Charaktererfahrung, Kosten, was haben wir hier oben noch? Einkommen aus Handel, Industrie. Ja, wir machen erstmal alles, was uns ein bisschen Geld wenigstens bringt. Dann haben wir noch unseren Fraktionsrat, Garnisonsstufen gestiegen, öffentliche Ordnung, lokale Nachschub. Aha, okay. Das würde ich sagen. Und der Rest kann man nichts machen, weil wir gar kein Geld haben. Aber das könnte man machen. Landwirtschaft kannst du ihre Felsen fruchtbar, euer Volk ist produktiv. Wenn ihr einen Fokus auf die Landwirtschaft legt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis euer Wohlstand rapide wächst. Ja, aber das hört sich doch super an. Weil das ist ja genau, was wir schon die ganze Zeit tun. So. Ja. Genau. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die da oben mich irgendwie angreifen, ne? Ja. Wir würden eine Sorge weniger für euch darstellen. nee. Ihr habt euer Schicksal besiegelt. Oh. Will er mich jetzt angreifen, oder? Was meint er damit? Mein Schicksal hätte ich besiegelt. Ich glaube nicht. Also wir haben ja gerade so gegen niemanden Krieg. Ah ja, die wollen jetzt Krieg gegen die, okay. Spion rekrutiert, Treue des Spions wankt. Ach, das geht ja schon gut los. Gerade eben noch, mischt euren Geheimdienststrebungen eine Fraktion an, um ihr Spionageversuche zu schwächen und Deckung eures Spions zu verbessern. Ja. Beim Austausch mit einem Informanten erfährt euer Spiel, dass die eigentliche Doppelagent ist und plant, ihn an seinem Meister zu verraten. Wenn ihr das Spiel mitspielen wollt, müsst ihr auch bereit sein zu scheitern oder zum Erreichen eurer Ziele die Regeln zu brechen. Euer geheimes Netzwerk könnte den Informanten davon überzeugen, sich euch anzuschließen, sodass Intrigennetz weiter aufgebaut wird. Wenigstens. Aber eigentlich kann man es machen, wenn die ja schon so bockig ist. Mal gucken, was passiert. Mal sehen, was passiert. Störung. Unser Spion hat sich erfolgreich in das Intrigennetz dieser Fraktion verstrickt und damit ihre Spionagefähigkeiten verringert. Okay. So. Und Diplomatie brauchen wir gerade nicht. Wir können hier schon wieder was Schönes ausbauen. Wieder öffentliche Ordnung. Kapazität, Reserven. Eine Runan. Ja, da geht's gerade. Das ist positiv. Das ist eine positive Entwicklung zu sehen. Zumindest mal. Die zwei sind noch auf Reisen. Können wir hier was machen? So an Quant vielleicht noch ein bisschen mehr hier nerven. Fraktionsrat kann man nichts machen. Pläne. Keine Bauern zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, wie ich die Bauern da kriege. Ich weiß es nicht. So viele neue Sachen.
Egal, wir laufen jetzt hier runter und schauen uns mal an, was wir da bewirken können. Bisher sind wir in keinem Krieg, aber wie gesagt, wenn wir gegen den Krieg führen, Sun Quan, vielleicht können wir mit den anderen ein bisschen interagieren. Das wäre vielleicht auch möglich, die vielleicht zu irgendwas Gutem zu bringen. Schon wieder hier auf. Speichert es auf jeden Fall mal nicht. Herzogtum Chuan wurde von San Quan befreit. Aha. Einem Bündnis beizutreten. Wir haben Friedensabkommen unterzeichnet. Dann gucken wir uns gleich mal an. Also unser Hofadliger. Gucken wir uns mal an, was da sich geändert hat. Okay, wer ist denn da? Das ist Han-Kaiserreich. Ja, mit denen haben wir ja ein Abkommen. Mit dem allerdings nicht. Kann ich Die mit dem Ehre ist verhandeln? ganz meinerseits. Vasallen. Unabhängigkeit unterstützen. Will er nicht? Will vielleicht der Was das? gibt es heute? Der will das schon gar nicht. Frohe Kunde. Der will das noch viel weniger. Es freut mich, euch zu sehen. Mögen mich eigentlich alle, ne? Außer. Willkommen, tretet ein. Okay, also wir können eigentlich nur Gongsun Es freut mich, euch zu Sandes sehen. anbieten. Vielleicht ein bisschen Glaubwürdigkeit. Oder Essen. Das wäre noch besser, oder? Wir geben ihm Essen. Können wir ihm mal 10 essen. Oh, das ist so viel. Aber weniger geht nicht. könnte uns ja ein bisschen Geld geben, oder? Um Zahlung bitten. Papier ist ja völlig egal. Also er an Essen mangelt und uns es nicht. Ach, mehr kann er mir nicht geben. Der hat gar nicht so viel, hä? Ich will ja bloß ein bisschen Stress. Wir werden die Unabhängigkeit von Gongsun San unterstützen. Eure Bedingungen sind angemessen. Genau, würde ich doch auch sagen. Unterstützen dich. So. Dass du wieder unabhängig wirst. Ja, wir sind hier weiter am Vorrücken. Wir können mal mit der Truppe hier hinlaufen. Mal hier schauen, was wir hier tun können. Wir können nur eine Nahrungsproduktion erhöhen. Das würde eigentlich auch gut da sein, wahrscheinlich. Mit Weitblick. Die lassen wir jetzt mal hier runterlaufen in die Stadt. Bei ihm bin ich mir ja nicht sicher. Wenn ich ihn da rauslaufen lasse, wir haben jetzt eigentlich genug gesammelt, oder? In positiven Aspekten. Dann auf jeden Fall hier unten jetzt einfach. Kann da nicht mehr lange, so lange warten. Nicht so lange warten, da muss den jetzt angreifen, der wird mir eindeutig zu stark. Ihr braucht uns nicht zu fürchten. Huangzu will ein Nicht-Angriffspakt. Warum sollte ich das machen? Was ist vom Grund?
Aus was für einem Grund sollte ich das tun? Ich könnte dich zum Vasallen machen. Ich fürchte dich auch nicht, ehrlich gesagt. Nö. Undankbares Schwein! Gottes Willen. Muss er mich gleich beleidigen? Freund. Ist jetzt nur gerade nicht die Zeit. Okay, die sind gerade im Krieg. Eigentlich wäre es jetzt genau die richtige Zeit, ne, hier anzugreifen. Und alle hassen es. Das hatte ich ja vorher schon. Keiner mag mich denn. Das ist echt blöd. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Eine Runde noch, dann können wir die kaiserliche Gunst wieder ein bisschen runterschrauben von dem. Ja, ihn kann ich ja auch nicht angreifen hier. Der wo mich hier beleidigt, weil ich nicht mit ihm Angriffspakt mache. Und mit dem habe ich halt auch noch ein Handelsabkommen. Ich brauche das Geld, ich bin ja so arm. Tretet einfach ein, Freund. Tretet einfach ein. Hm. Es freut mich, euch zu sehen. Das ist super schwierig. Super schwierig, mit irgendjemand hier Abkommen zu schließen. Das wird kurz. Gongdu. Die sind alle so wahnsinnig weit weg. Das gibt's doch nicht. Irgendwie gerade in sein muss. Ganzen, ganz blöden Situation. Mit der kann ich noch nicht mal ein Handelsabkommen machen. Nichts. Dongli ist jetzt, glaube ich, nicht gerade sehr gut bei der. Seid gegrüßt, Freund. Alle sind mit mir cool. Oh, ich verlasse jetzt. Haltet es kurz. Koalition verlassen. Das werdet ihr bedauern. Ja. Alle warnen mich, keiner greift mich an. Wir verlassen die Koalition. Und werden noch nicht schlau. Wir haben ein bisschen Geld. Wir müssen jetzt mal schauen. Also hier haben wir bloß. Das ist okay. Das ist auch super hier. Hier geht es ein bisschen runter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir mehr Nahrung produzieren, würde das uns hier erstmal nicht helfen. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist eigentlich gut. Hier ist super. Super, super. Hier ist auch okay. In Runan. Ist immer noch ein bisschen schlecht, aber auch okay. So, hier können wir erstmal das hier machen. Noch ein bisschen mehr Einkommen natürlich haben. Und dann können wir schon nichts mehr bauen. Das kostet so wahnsinnig teuer alles. Also können wir gegen den auch nicht wirklich Krieg führen hier. Wollen wir es uns mit allen verscherzen, wenn wir den angreifen, würde man nichts bringen wahrscheinlich. Wir würden uns das einfach mit allen verscherzen, dann soll der hier erstmal hier drin bleiben. Diplomatie-Modus. Sie darf hier bleiben. Und er soll hier die südlichen Länder schützen. Die Ostländer. Östlich gelegenen Länder. So ist richtig. So, Dongli. Wir haben einen Vorschlag. Ach, guck mal. Liu Yan. Der kommt jetzt, das hoch in der kaiserlichen Gunst, und will eine Koalition gründen. Ich könnte dir
Vasallentum an. Bieten. Wo bist denn du überhaupt? Der hat gegen alle Krieg, oder was? Tong Li Wu, Mulu, Meng Huo, Gong Song, Gong Du und Kong Rong. Gegen wen hast denn du keinen Krieg? Und bitte, wo bist du überhaupt? Nee, Liu Yan. Herzogtum. Ja, Königreich. Rong. Nee, ich lehne es einfach ab. So sei es. Ja, so ist es auch. Bist du so viel zu schwach. Kann ich mit einer Schwachen. Also militärisches Bündnis wäre mal cool. Aber die sind so alle so flatterig. Mein Feuer wurde neu entfacht. So, die haben sich Krieg erklärt. Starke Grundsteine fördern das Wachstum. Vom Lie Dan Su, okay. Herzogtum Son. Die neuen Ehrenzeichen. Eine andere Fraktion erhält 9 Ehrenzeichen. Ihr Pfad zum Kaisertum ist klar erkennbar. Wuhan. Ah, das war das, was wir noch machen mussten, ne? Wir müssen Shuhan, Mandat des Himmels. Werdet Kaiser, okay. Okay, das ist gar nicht so. Oh, Verwalterin. Nur wenn Charakter Premier, Erbe, Fraktionsführer, eigene Armee, Geschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit, Erbe oder Fraktionsführer. Wäre ein Rückstoß. Ja, das. Hier haben wir nichts. Er ist auch Verwalter. Plündern von Siedlungen, wenn präsent. Ja. Oder will er mit Safe nicht seine eigene Städtchen plündern? Was haben wir noch? Hofadeligen. Ja, irgendwas mal nehmen. Ist gerade nicht so wichtig. Mich jetzt. So, was haben wir hier? Hier könnte man die Stadt vergrößern. Was können wir hier machen? Hier können wir auch nur das hier erweitern. Können wir auch die Stadt vergrößern. Ja, da haben wir nichts. Wir gehen lieber mal in die nicht umkämpften. Dann erweitern wir hier die Stadt. 10 Nahrungsproduktion. Okay. Also gut, lasst uns das tun. Nahrung können wir auch aus anderen Kulturen dahin schaffen. Gut. Ah, was machen wir? Was machen wir? Ich muss mir irgendwas jetzt überlegen. Ihr seid eine Schwachstelle, die gestützt werden muss. nein. Es liegt an euch. Ist auch nur Herzog. Was erlaubt er sich? Herzogtum Wu. Die Koalition mir echt auf die Nerven gehen. Selbst wenn ich in einer drin bin. Das muss man jede Runde von neuem machen, ne? Hat überhaupt gar keinen Sinn. Okay, die wollen einen Krieg, kommen wir einen Krieg. Okay. Was haben wir denn hier? In Runan, die öffentliche Ordnung. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Mit der öffentlichen Ordnung. Fürchtet niemanden. Nicht den rausholen. Bereitet euch auf Krieg vor. Aufträge.
Wenn ich an den Häusern und Familien vorbeigehe, sehe ich die Zukunft Chinas. Was? Komm, lass mal die mal heiraten. Zusätzliche Gebäude, Charaktererfahrung uninteressant, zufällige Unterstützung uninteressant. Neues Handelsabkommen unterzeichnen, interessant. Überfälle. Interessant. Charakter im Hof braucht man nicht. Interessant. Also. Haben wir jemand verheiratet, Überfälle der Boja-Bucht der Piraten finanzieren. Ich bringe euch Neuigkeiten. Die Verhandlungen mit den Piraten waren erfolgreich. Männer, die anstatt einem Meister nur barer Münze folgen, sind überraschend direkt und zuverlässig, wenn man sie im Voraus bezahlt. So, und die haben das da oben angegriffen. Ich doch auch so sehen, dass die dann gleich machen. So, jetzt ist er natürlich Kong Rong zwischen uns, ne? Eine Reform können wir machen. Reform, Reform, Reform. Mal hier, öffentliche Ordnung, alle kommt da rein. Sehr gut. Das interessiert mich gerade nicht wirklich. Ich brauche einfach öffentliche Ordnung, ne? So. Das ist ja hier Kong Rong. Mit dem sind wir eigentlich ganz dicke. Der ist aber im Bündnis der Rubini. Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Als militärischen Bündnis. Ah, der ist mit dem im Bündnis. Das ist ein ganz schönes, großes Bündnis. Was ist, wenn ich mit denen da im Bündnis eingehe? Ah, ich weiß, das ist jetzt nicht gerade der... Ich bin geneigt, euch zuzuhören. Das ist jetzt aktuell nicht gerade unser bester Freund. Wäre nicht mal so abgeneigt. Wenn ich ihm dafür ein Essen 10 Runden lang biete. Dann soll er mir halt noch ein paar Münzen geben. Das wäre natürlich schon auch gut, ne? Das ist die richtige Vorgehensweise. Sowas. Erneuerung der Ordnung. Das ist doch genau die richtige Koalition. Für uns. Jetzt hoffen wir mal nur nicht, dass der hier dicke Backen macht. Mit wem ist denn der überhaupt mehr? Der hat halt hier hinten seine Probleme, ne? Wir haben mit dem halt immer noch unsere Probleme. Der kann aber auch nicht mehr Handelspartner aktuell zulassen. Da haben wir noch 4 Runden das. Dongli. Steht kaum in der kaiserlichen Gunst, aber er hier schon. Hier haben wir einen militärischen Zugang und sogar... Okay. Mit Dongli verhandeln. Wenn wir denen den Krieg erklären. Das findet nur Dongli blöd. Alle anderen finden das super. Dann machen wir genau das. Korruption zieht Gerechtigkeit an. Nur einer wird übrig bleiben. Ja, du mal nicht. Ich doch. Gut, dann hätte ich mal wieder Krieg. Wir haben eine Koalition und einen Krieg gleichzeitig. So verhandelt man.
Ihr braucht unseren Schutz. Nein. Wie ihr wünscht. Brauchen wir nicht. Vielleicht kann man das ja sogar in militärisches Bündnis umwandeln. Aber oh, sind wir jetzt auch mit dem Hahn im Krieg? Ja, die sind ja verbündet, ne? Vasallen. Ein Hahn ist ja hier unten. Das ist ja interessant. Na, dann werden wir mal den hier runterschicken. Und sie auch. Wir ziehen als Einheit. Vielleicht noch was rekrutieren. Wer ist denn mit der gut? Sau an. Sau ja ho. Dienst dem Volk. Genau, nehmen wir ihn erstmal so. Dass man ihn mal ein bisschen verstärken. Ja, bleibt einfach mal hier, würde ich sagen. Hier werden wir jetzt auch mal hier ausweiten. Stadtmauern verbessern. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.